So, halli alle Freunde, da sind wir wieder im nächsten Teil von Star Trek Voyager Lead Force. Von den Bonusteilen. Und, oh, ist gerade so verlockend. Boom, Headshot, aber dann würden die sich ja hier reinbeamen und wir hätten verloren. Oh, da will ich nicht runter. Da sind wir. Wir haben beim letzten Mal, Entschuldigung für die Ablenkung, beim letzten Mal haben wir uns hier, die Sicherheitscodes geholt. Hier sehen wir auch unseren Sicherheitscode. Und es gab ja eine sehr lange Zeit keine Teile. Ich erkläre auch warum. Und zwar hat mein PC ein bisschen gestreikt. Ja. Und ich hatte auch ein paar Probleme dann weiterzumachen. Denn ohne funktionierende Grafikkarte wird das natürlich schlecht. Ja, meine Grafikkarte hat ein bisschen gestreikt. Mann! Nee, komm ich nicht raus. Das wäre erst wie hoch. Dann können wir hier rausgehen. Hier ist das also eine von diesen. Ah, gut, was machen wir als nächstes? Besuchen Sie Deck 15. Okay, erstmal müssen wir den Turbolift finden. Da ist der Turbolift, der natürlich nicht funktioniert. Nein. Wir sind doch sicher mit einem Turbolift auf diesen Deck gekommen. So einer zum Beispiel. Da. Na. Bitte wählen Sie ein Deck. Ich würde gerne auf Deck 4. Deck 4. Hazard Operations. Genau. Denn da haben wir unseren schönen... steck erstmal weg. Haben wir unseren schönen Transporter. Hier ist er nicht, der müsste dann hier sein. Genau. Jetzt gehen wir mal hier an die Konsole und Energie. Was wir jetzt machen können, wir können hier einstellen, aha. Ventralerhaltung. Ansonsten können wir hier nichts machen. Dann schnell. Transporter aktiviert. Bitte begeben Sie sich auf die... Ja, Computer konnte nicht so entsprechen. Transport erfolgreich. Juhu, und hier könnten wir jetzt Boxlayer spielen. Machen wir vielleicht auch mal eine Runde. Nö, jetzt nicht. Jetzt nicht. Besatzungsmitglied. Dischler. Hä, ist ja gut, geh doch weg. Und jetzt zeige ich euch mal was Nettes. Wenn man nämlich hier drauf drückt. Das sind die Landeschützen von der Voyager. Juhu! Können wir die auch wieder einziehen? Denn auf Warp-Geschwindigkeit macht sich das schlecht. Hui, hui. Anscheinend nicht. Dann warpen wir jetzt so raus. Da ist nichts. Ein Raven-Symbol. 4 von 9 Figuren. So, ansonsten ist hier eigentlich nichts, nur dass da hinten ein Turbolift ist. Wir kommen natürlich nicht auf dieses Deck hin. Sie ein Deck. Ja, genau. Also muss ich jetzt mal gucken. Ah ja, genau. Besuchen Sie das Holodeck. Erleben Sie neue Holodeck-Trainingsmissionen. Bitte wählen Sie ein Deck. Das Holodeck ist da. Hazard Operations.
Genau, auch auf Deck 4 bei den Hazard Operations. Wo ist denn das Holodeck? Da ist das Holodeck. Wir holen uns mal ein paar Waffen. Joa. Aber vorher habe ich noch was anderes vor. Bin ich nämlich auf dem falschen Deck dafür? Das ist nämlich richtig, das ist nämlich ziemlich schön. Was? Wir haben uns ja so einen Zugangscode geholt. Jetzt zeige ich euch mal, was man damit machen kann. Bitte wählen Sie ein Deck. Deck 3, Offiziersquartiere. Genau, damit können wir nämlich in die Offiziersquartiere rein. Das ist schön. Aber warum rein? Nein, böse. Wo war's? Ich glaube, hier war's lang. Fähnrich Tom Paris, genau. Das Quartier von Fähnrich Tom Paris. Das war eben mein Kaspersky. Vielen Dank. Jetzt haben wir das Protonengewehr. Bergamottisch. Den nehme ich, das falls Quartier von Fähnrich Tom Paris. Ja, ich war gerade drin, das weiß ich. Was haben wir hier noch für Quartiere? Da ist Captain Catherine Jane. Okay. Tuvok, nee, ist mir zu schlicht. Das Quartier von Captain Catherine Janeway. Schön eingerichtet. Aber wirklich viel machen kann man hier nicht. Kann man sich leider auch nichts holen. Ich würde mir gerne die Tasse hier mitnehmen. Das Ding hat auch... Quartier von Captain Catherine Janeway. Pflaumensack. Worfs Lieblingsgetränk. Das Quartier von Captain Catherine Janeway. Und jetzt können wir endlich aufs Holodeck und eine der spannendsten Missionen machen. Bitte wählen Sie ein Deck. Deck 4, Hazard Operation. Und eine der spannendsten Missionen auf dem Holodeck machen, die es gibt. Es war... Bump. Hier. Jetzt gehen wir hier. Waffenbibliothek. Nein, das will ich nicht. Schussergebnisse. Janeway. Können 3. Schüsse 43. Trefferquote 72. Chakotay. Was hat denn Besatz mit Murphy? Oh, oh, oh. Jaworski. Fähnrich Monroe. Wow, Foster, Torres, 7 of 9, war klar, 90%, 56, da müssen wir noch ein bisschen daran arbeiten. So, Klingonen, Paris, Captain Proton 2 Alpha, Pussy-Modus. Ich bin Pussy, Nee. Ey, mein Zoom ist weg. Kontrollkonsole. Hier kommen bestimmt gleich wieder welche. Hätte mir vielleicht vorher noch mal ein bisschen Leben holen sollen. Ja, das hier ist der, das Holoprogramm von Tom Paris. Sein Lieblingsprogramm. Programm. Also eins davon. Oh, schrei nicht. Captain Proton, der kämpft gegen diesen komischen Typen. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Chaotica, genau, gegen Chaotica. Und hier muss er halt in die Festung rein. Da ist er. Aber natürlich kommen wir durch den Vordereingang nicht rein. Müssen wir also einen Hintereingang suchen. Haben wir hier wenigstens Rekorder? Nein, haben wir nicht. Aber hier irgendwo muss ein Hintereingang geben. Ja, hier ist der Vordereingang. Fahrstuhl, Kacke.
Kacke. Oh, schade, hier kann man nicht cheaten. Wahrscheinlich wäre es jetzt genau falsch. Genau, hier ist das. Das ist eine Kontrollkonsole. Mist. Hoch. Die Mission dauert bei mir immer etwas länger. Es muss auf jeden Fall in die Richtung da gehen. Aua. Nein. Ja. Kann man hier nicht doch irgendwie cheaten? Nein, 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 nein. Cool, hier kann man ja cheaten. Sollen wir mal cheaten? Ja, wir cheaten mal. Ich gehe jetzt mal auf Gottmodus. Ups. Wir sind jetzt einfach mal so frech und schalten Gottmodus ein. Kommst du wieder runter? Wir sind jetzt einfach mal so frech. Ihr habt das jetzt nicht gesehen und schalten Gottmodus ein. Denn ich will hier nicht so lange rumgammeln. Denn ich will auch noch bald mein neues Let's Play anfangen. Haha, Pech gehabt. Das muss ich nur irgendwie... Ja. Ja, heul nicht. Heul nicht rum. Ich mach den Gottmodus schon wieder aus. Ey, du da. Geh du das Alarm aus. Ach, meine Maus. Na. Da liegt er. Hat er wenigstens eine Waffe bei sich? Dass ich meine wieder aufladen kann. Natürlich nicht. Na, ziehen. Moment, das seht ihr ja leider. Das Fadenkreuz würde ich gerne mal umstellen. Es ist dann schön. Vorbei. Das hier nehme ich mal. Ach, keine Ahnung. Dass sie es auch gar nicht merken, dass hier auf einmal diese Teile an sind, diese Energiebänder. Das ist ziemlich merkwürdig. Aua. Aua. Bänder. Ich will ja nicht runterspringen oder runterfallen oder überhaupt irgendwas schnell runter. Geht's denn hier lang? Hier ist der Hintereingang. Was ist denn das? Denn das hier? Hallo, was ist das? Das kann ich natürlich nicht benutzen. Das ist nur so ein Basis geführt. Ey,
Headshot zählt also nicht. Okay, Headshot zählt nicht. Das wissen wir jetzt auch. Das war meine Uhr. Ah, jetzt ist es Zeit, den neuen Teil online zu bringen. Den Teil 1 vom Bonusteil. Nee, den Teil vom Let's Play. Ja, genau das da wollte ich. Entschuldige mich kurz, gleich wieder da.